zu meinem Kollegen Franz Marti. Er ist freier Journalist. Herr Marti, können Sie uns hören? Ich kann Sie hören. Prima. Sie sind Schweizer. Sie leben schon seit 7 Jahren in Kabul, um aus Afghanistan zu berichten. Welche Informationen haben Sie über den Anschlag am Flughafen? Offenbar kam es zuerst zu einer Explosion, die fand offenbar nahe des sogenannten Abbey Gate statt. Das ist das Haupttor oder das Tor, das die meisten Afghanen versucht haben zu erreichen, um in den Flughafen zu gelangen. Dazu musste man an verschiedenen Taliban-Checkpoints vorbei. Und das waren wirklich vollgestopfte Szenen da, wie man das auch, die meisten Bilder, die man in den Medien gesehen hat, waren von da. Es soll dann zu einer zweiten Explosion gekommen sein, kurz darauf. Nahe des Baron Hotel ist eine gesicherte Anlage, wo sich hauptsächlich Ausländer aufgehalten hatten, eingemietet hatten. Und dort soll es zu einer zweiten Explosion gekommen sein, offenbar beide von Selbstmordattentätern oder zumindest von Personen zu Fuß dorthin gebracht. Es war ja so, dass in den vergangenen Stunden die Warnungen immer konkreter wurden und dass die Menschen gewarnt wurden, sie sollen sich nicht mehr zum Flughafen begeben. Wissen Sie etwas darüber, ob die Menschen sich daran gehalten haben oder ob das Chaos am Flughafen das gleiche gewesen ist heute wie in den vergangenen Tagen auch? Das Chaos war sicher dasselbe. Gewisse Leute haben sich Gedanken gemacht. Ich habe heute Morgen von einem Kollegen, den wir versuchen rauszubringen, ein afghanischer Journalist, eine Meldung erhalten, dass er die Warnung der Amerikaner gesehen hat, ob er es nun versuchen solle oder nicht. Viele Leute standen dann aber vor der schweren Entscheidung. Sie sind ja nicht irgendwie aus Spaß am Flughafen. Sie sind am Flughafen, weil sie glauben, dass in der Stadt zu bleiben auch Lebensgefahr bedeutet. Und da war ja die meisten Leute, die so verzweifelt sind, haben dann da auch gedacht, gut, ich muss es am Flughafen versuchen, zumal die Evakuierungsoperation ja heute oder morgen vielleicht schon mehr oder weniger zu Ende geht, da die nächsten Tage bis zum 31. August eigentlich nur noch die Soldaten ausgeflogen werden. Wie lange jetzt noch Leute eingelassen werden, ist schwer zu sagen. Und darum haben es heute auch wieder extrem viele versucht. Mhm. Unser Korrespondent in Neu-Delhi hatte vor einer Dreiviertelstunde berichtet, es sei zu hören gewesen, dass es auch vor dem Tor des Flughafens zu Gefechten gekommen sei. Haben Sie darüber auch irgendetwas gehört? Es gab Gerüchte, Berichte von Schüssen. Ist schwierig zu sagen, ob das ein Gefecht war. Ich glaube, also wenn es von einem Angreifer war, dann war es nicht signifikant. Sonst wäre das jetzt bis jetzt herausgekommen. Es kann sehr gut sein, dass bewaffnete Taliban oder bewaffnete Soldaten im Flughafen nach der Explosion auf mögliche Bedrohungen reagiert haben, beispielsweise gefürchtet haben, dass eine gewisse Person ein weiterer Attentäter ist und dann das Feuer eröffnet haben. Definitiv kann das aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Warnungen, die bezogen sich ja auf Terrororganisationen, die dort Anschläge verüben könnten. Was könnten das für Gruppen sein und welche Motivation könnten die möglicherweise verfolgen bei diesen Anschlägen? Die einzige Gruppe, die eigentlich in Frage kommt, ist der selbsternannte Islamische Staat. Die sind in Afghanistan aktiv, im 2014, 2015 aufgetaucht, konnten dann gewisse Gebiete erobern, waren aber immer eine kleine Randgruppe. Ende 2019, Anfang 2020 haben sie alle Gebiete verloren, aber im Untergrund haben sie weiter operiert, Anschläge ausgeführt und dafür auch die Verantwortung übernommen. Scheint, dass es auf deren Konto geht, zumal mir gestern von einer guten Quelle, die mit gewissen dieser Militanten in Verbindung steht, gesagt wurde, dass Mitglieder des selbsternannten Islamischen Staates, denen befohlen worden war, Anschläge gegen die wartenden Leute am Flughafen zu verüben, da diese alle amerikanische Spione und Kollaborateure seien. Außer dieser Gruppe gibt es eigentlich niemanden, der dafür in Frage kommt, also keine Gruppe, die die Möglichkeit hat, so einen Anschlag durchzuführen und auch ein Motiv hat. Leider tauchen jetzt schon wieder jenste Verschwörungstheorien auf, aber nüchtern betrachtet war es wohl der selbsternannte Islamische Staat. Für den Moment vielen Dank, Franz Marti, freier Journalist in Kabul, und alles Gute für Sie persönlich. Danke.